Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Wer meinen Kanal noch nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und ich würde mich mega freuen, wenn ihr meinen Kanal unterstützen würdet. Das könnt ihr einmal mit einem Abo machen und einmal Like aufs Video, wenn euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt. Und ja, dann verpasst ihr auch nichts mehr und ja, unterstützt so meine Arbeit. Ja Leute, es gibt hier heute ein Unboxing. Die Firma DPVR hat mich vor Weihnachten angeschrieben und hat mich gefragt, ob ich nicht gerne ein reines PC-VR-Headset auf meinem Kanal vorstellen möchte. Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Mein Kanal kommt vom PC-VR und für mich ist PC-VR immer noch das, was VR eigentlich mal sein könnte, also High-Class. Und ja, wir müssen aktuell die Brücke noch gehen zu diesen Standalone-Headsets mit weniger Rechenleistung, weniger guter Grafik, aber wir haben immer noch ein tolles VR-Erlebnis. Das ist halt so ein kleiner Brückenschlag, sage ich einfach mal. Und irgendwann, wenn VR mal überall angekommen ist, haben wir wahrscheinlich auch wieder die Möglichkeit, dass wir ja High-End-Spiele für den PC haben. Aktuell haben wir es nicht. Wir haben natürlich ein Arizona Sunshine 2, was jetzt auch aktuell rausgekommen ist. Es sieht auch schöner aus als auf den Standalone-Headsets, aber es ist meiner Meinung nach nicht, gibt nicht das wieder, was PC-VR eigentlich wiedergeben könnte. Und das ist halt ein bisschen schade, aber es sieht immer noch besser aus als auf den Standalone-Headsets. Das mal vorweg. Wir machen ein Unboxing. Ich gehe jetzt ganz kurz gleich mal auf die Spezifikation ein, die das Headset hat. Und mal in eigener Sache, was mir letztes Mal bei meinem letzten Test sehr sauer aufgestoßen ist, dass da irgendwelche Leute irgendwie Theorien verbreitet haben. Die Firma DPVR kam auf mich zu, dann legt man gewisse Spielregeln fest und ich habe direkt festgelegt, Leute, ich werde positive Sachen nennen, wenn mir was positiv auffällt. Ich werde aber auch negative Sachen nennen, die mir auffallen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man wirklich den Leuten auch was Ehrliches zeigt. Und ja, das war vollkommen in Ordnung für die. Die haben sogar auch geschrieben, wir wollen ein ehrliches Review haben. Denen nützt nichts, wenn das irgendwas Gekauftes ist. Die wollen halt auch Feedback haben von den Leuten. Und ja, es gibt sogar einen Link. Wenn ihr den nutzt und mit meinem Couponcode könnt ihr die Brille kaufen und ich bekomme auch eine Provision dazu. Das mal direkt festgelegt, dass ihr das wisst. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich das nicht irgendwie verschleier. Das mal von vorne weg. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal auf die Homepage und schauen uns mal ganz kurz die Spezifikation an. So, wir haben hier die Größe. Ja gut, schauen wir uns gleich mal so an, würde ich sagen. Und dann haben wir das Gewicht ohne Kopfband, 280 Gramm, ist echt sehr, sehr wenig, finde ich. Und dann haben wir hier eine Auflösung von 3664 x 1920. Und es wird ein, ich denke mal, ein einfaches Display sein, was keine zwei Displays hat pro Auge, sondern eins. Und dann muss man halt die 3664 muss man durch zwei zählen, das sind 1832. Und ja, ich müsste noch mal gucken, dann sind wir irgendwo auch bei Quest 2 Niveau, glaube ich. So, dann haben wir hier die IPD-Verstellung, 54 mm bis 74, Software-Einstellung. Und das schauen wir uns aber ganz, ganz kurz mal an. Kompatible Brille unterstützen, Brille zu tragen. Also die sollte hier reinpassen. Ich habe jetzt auch keine VR-Optika-Linsen dazu, von daher müssen wir mal schauen, wie gut das passt. Gut, hier haben wir die Controller, drahtlose Kommunikation. Wäre blöd, wenn ein Kabel dran wäre, ne? Vibration und nicht taktile Funktion, 1,5 Volt. Batterie ist drin, 5 bis 6 Stunden. Kommt mir jetzt nicht so viel vor, muss ich sagen. Dann haben wir hier die Schnittstelle DisplayPort 1.4 und USB 3.2 und Aktualisierungsrate 72, 90 und 120 Hertz. Wir haben Field of View, das muss ich dann auch mal im Test nochmal testen, muss ich mal gucken, wie die Software noch heißt. 116 Grad ist auch ordentlich und ja, die Plattform Steam VR ist okay. Und das war's mit den Spezifikationen schon mal. Und dann gehen wir jetzt ins Eingemachte, sage ich einfach mal. Ich bin gespannt, was alles drin ist, wie sich das auch haptisch anfühlt. Da bin ich immer mega gespannt drauf. Und wir haben hier kein OLED-Display, sondern ist ein LCD-Display oder LC-Display, so heißt es ja richtig. Und ja, wir haben dann dadurch auch keine Top-Schwarzwerte. Na komm. Ist natürlich dann auch immer schade.
Aber die PlayStation VR 2 hat auch ein OLED-Display und hat auch keine Top-Schwarzwerte. Ne? Das muss man dann auch mal ganz klar sagen. So, dieser neue Geruch. So, jetzt bin ich echt gespannt. Genau, wir haben hier ein Headset, was ein Flip-Cover hat. Also ich kann mir das anlegen. Ich lege mir das jetzt mal ganz kurz an. Sogar mit Brille, dass ihr das auch mal seht. Und man kann es wegflippen, kann mal kurz was anderes machen und kann dann wieder zurückflippen. So, das passt mit Brille natürlich nicht so gut. Muss man gucken, dass diese Gummilasche dann halt vernünftig passt. Ja, im ersten Augenblick muss ich sagen, Headstrap habe ich schon mal bessere, aber auch schlechtere erlebt. Muss man aber im wirklichen Test mal sehen. Und wir haben hier, genau wie bei der PlayStation VR, haben wir ja auch so eine Gummilippe als Facecover. Muss man Freund von sein. Ich bin eher, also rein hygienisch ist das gut. Aber vom Komfort her gefallen mir die anderen besser, die wirklich mit Stoff aufliegen. So, wir haben hier so eine Outbreak-Box, wo wir dann das Displaykabel auch einstecken können. Und ist natürlich gut, das Gewicht zieht nicht hier dran, sondern dann hier an der Outbreak-Box. Ne? Das wird dann wahrscheinlich hier runterhängen. Wir haben natürlich ein Kabel, aber ich sag mal, für Leute, die das gewohnt sind, PC-VR, ist das dann vollkommen egal. So, ja, also auch die Linsen, also das ist Fresnel-Schliff, das sieht man auch. Ich versuche euch das mal zu zeigen kurz, ob ihr das seht, aber sind auf jeden Fall ist ein Fresnel-Schliff. Muss mal gucken, wie gut oder wie schlecht diese Linsen dann sind im Endeffekt. Aber diese sind reichlich groß, also das mit den 116 Grad kann schon gut hinkommen. Ja, wir haben hier einfach, wie bei allen auch, dann können wir das Headstrap festziehen. Und ich finde, das ist auch relativ für breite Köpfe und auch für schmale Köpfe geeignet, denke ich mal. Die ist natürlich nicht mehr, ja, die kann man nur in ein paar Positionen einstellen, hier dieses Kopfband. Das ist natürlich schade, dass das nicht geht. Also wir sind hier limitiert, hier. Also hier wäre wirklich besser, wenn hier ein Klettverschluss dran wäre, muss man schon mal sagen. Dann haben wir die Lautsprecher, ne? Genau wie bei den anderen Quest und so haben wir die hier. Und müssen wir mal schauen. Mir gefallen die nie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch kein einziges gehört, was mir jetzt ein richtiges audiophiles Vergnügen bereitete, sage ich mal. Quest 3 ist nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut, muss ich sagen. Aber rein vom Optischen her sieht die ganz cool aus, finde ich. Hier haben wir Lüftungsschlitze. Ich zeige euch nur mal von nah so. Lüftungsschlitze, damit die Brille atmen kann. Hier haben wir die Tracking-Kameras. Da bin ich gespannt, wie gut das Tracking funktioniert, ob wir Abbrüche haben oder nicht. Die zeigen relativ gut hoch. Das heißt, es kann sein, dass ich hier gar keine Abbrüche habe, wie bei manchen Headsets, die das haben. So. Ja, Controller. Ich meine, man kann jetzt sagen, ja, die haben abgekupfert, aber ich meine, wenn ich mir jetzt andere Controller anschaue für Flat Gaming, die sehen auch alle gleich aus. Man macht ein bisschen was am Layout, aber im Grunde genommen sehen die alle gleich aus. Und das ist auch hier der Fall. Ne? Hier haben wir den Tracking-Ring. Und dann haben wir hier die Knöpfe einfach mit dem Stick dran. Wir können ihn drücken. Ich komme überall an alle Knöpfe gut dran. Muss man im Spielen sehen. Also da kann ich jetzt noch gar nichts zu sagen. Fühlt sich aber auch nicht schlecht an. Also Einzige, was eventuell stören könnte, ist, dass die Knöpfe zu nah am hier dran liegen. Das könnte ein bisschen störend sein. Aber das muss man während des Spielens mal beobachten. Hier haben wir das gleiche Recht, aber Stick fühlt sich eigentlich ganz gut an. Wir haben Knopf, also eine Druckfunktion. Wir haben die beiden Knöpfe.
Also ich komme überall dran, ich kann jetzt da nicht wirklich meckern. So, jetzt kommen wir mal zu den Kabel und sonst was dabei ist. Ich bin gespannt. So, ich pack mal die Packung hier, die ist leer. So kommt es an. Kann man das besser hier mal hinpacken. So. Hier ist auch noch mal ein bisschen bebildert, wie man es anschließt und so weiter. Aber ich gucke lieber immer erstmal selbst und wenn es dann nicht klappt, dann nehme ich die Anleitung. Seid ihr auch so ein Typ? So, hier haben wir das DisplayPort-Kabel. Ist auf jeden Fall nicht sehr flexibel, das kann man schon mal sagen. So, das wird die Seite sein, die zum Computer geht. Ne? Hier haben wir auch eine kleine Outbreak-Box und hier haben wir auch nochmal USB und DisplayPort. Und ich vermute, hier haben wir den Netzteilanschluss für die Outbreak-Box, dass alles mit Strom versorgt wird. Und diese Seite hier, die kommt dann in die Outbreak-Box der Brille. Ne, die können wir gleich mal machen. Eigentlich ein gutes System, gab es ja auch schon früher mal. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, wie lang das Kabel ist. Ich messe mal ungefähr ab. Ja, 4 Meter würde ich sagen. Ist natürlich auch nicht so viel. Ne? So, jetzt haben wir hier auch Kopfhörer dabei, die wir dann nutzen können, wenn wir wollen. Und da habe ich eben auch in der Outbreak-Box noch was gesehen zu. Ich packe jetzt mal alles aus, was hier so drin liegt. Dann kann ich das besser wegpacken. So. Genau, das Netzteil. So, dann zeige ich euch das mal ganz kurz. Genau, das sind die normalen In-Ear-Stecker. Da kann halt jeder selber entscheiden, ob man das darüber will oder ob man dann diese Wireless In-Ear nimmt. Ich bin gar kein Freund davon. Ich war eigentlich Freund von dem System, was Valve da benutzt hat. Das war halt High-End, muss man ganz klar sagen. So, hier habe ich irgendwo was gesehen, genau. Hier kann man die einstecken und dann kann man die... Ne, muss man mal schauen, wie man die führt, die Leitungen. Das ist der Klinkenanschluss. Wenigstens haben wir hier eine Klinke. Wir haben hier auch noch Klettverschlüsse, dass wir wahrscheinlich die Kabel ein bisschen festmachen können, überall, wo sie ein bisschen stören. Wir haben hier verschiedene Größen von den In-Ear dabei. Ist auch ganz wichtig. So, was ist jetzt noch dabei? Ich bin gespannt. Ah, wir haben hier noch so Kabelabfänge. So Clipser. Und hier können wir das Kabel irgendwie reinklicken. Versuche ich mal ganz kurz. Ja, passt auch haargenau dazu, zu diesem Kabel. Ich weiß ja jetzt noch nicht ganz genau, wo man es für braucht, aber ist bestimmt sinnvoll. So, das sieht mir aus wie so Spacer für die Linsen, wenn man jetzt irgendwie Brillenträger ist oder so. Ich denke mal, das ist ein bisschen Linsenschutz. Die kann man da wahrscheinlich drüber machen. Ich versuche mal ganz kurz, dass wir so einen gewissen Brillenschutz haben. Haben wir hier links, rechts draufstehen? Nein. Doch, hier, L. Perfekt. Ja, das sind Spacer. Schau mal, kann man das hier gut abmachen? Ja. Komm, das machen wir mal kurz ab, dann kann ich euch das besser zeigen.
das Facecover mal ab. Ist auch gut, dann wäre das auch wechselbar. So, sage ich das schon mal ganz kurz. Hier ist halt ohne und hier ist mit dem Spacer. Geht natürlich Field of View verloren, aber wenn ich hier mit der Brille drankomme, ist es nicht so schlimm, als wenn die Linse hier beschädigt wird. Man kann aber auch einfach, da gibt's auch so Folien für, die man drüber kleben kann, ne? Gibt es auch. Muss ich gucken, ob es das auch für DPVR gibt. Aber nicht schlecht, dass sowas da drin ist. So, jetzt schaue ich mal ganz kurz. Genau, jetzt kann man das hier so reinstecken, festmachen und fertig ist es. Man muss mal schauen, das werde ich aber erst beim Spielen merken, ob das nicht stört. Ob hier diese Kiste nicht stört. Am Rücken. Aber wie gesagt, PC-VR-Spieler, die gerne PC-VR spielen und denen auch das Kabel egal ist, die sind das auch gewohnt. Ne? Ich finde halt 4 Meter Kabel zu wenig. Muss man ganz klar sagen, weil mit DisplayPort muss ich immer hinten am PC ran. Ich habe kein DisplayPort vorne. Ich muss an die Grafikkarte ran. Und das heißt, man hat einen weiten Weg nach hinten. Wenn ich jetzt im Raum spiele, könnte das echt zu knapp sein. Dann muss ich wieder gucken. Natürlich gibt es Verlängerungen. Wie gut passt das alles mit den Verlängerungen? Kann ich hier ohne Probleme nochmal 3 Meter und nochmal 3 Meter dran machen? Ne? USB und halt DVI, DisplayPort, sorry. Das werde ich dann aber auch mal testen, ob das funktioniert. Ich muss mal schauen, was ich noch alles an Verlängerungen da habe. Ich habe damals für die Oculus habe ich so viel Kram gekauft, so viel Verlängerungen, um alles auszuprobieren, ein bisschen besser zu werden, was die Länge angeht. Und das werde ich dann alles mal ausprobieren und auch testen. So, jetzt haben wir hier noch ein Netzteil dabei mit den verschiedenen ländertypischen Adapter. Ne? Ist auch wichtig, dass man halt alle anderen Länder da auch mit ins Boot holt. Ne? Hier, damit können wir nichts anfangen. Kommt hier der Adapter drauf. Gucken wir da drauf. Geht überhaupt? Hier ist jetzt einer drauf. Open. Ah, okay. Wird einfach gedreht. Na. Vorführeffekt, ne? So. Man muss bei jedem System halt schauen, wie das funktioniert. Ja, das war's erstmal mit dem Unboxing-Video. Ich muss das Ding jetzt mal testen auf Herz und Nieren und dann wird es natürlich auch ein Fazit geben, definitiv, was das Ding hier kann. Wenn ihr vorab so neugierig seid, könnt ihr es natürlich gerne kaufen. Kostet, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, kostet 549 Euro. Der Link ist unten in der Beschreibung und wie gesagt, ja, ich bekomme eine Provision, wenn ihr über meinen Link bestellt. Das kann man gut oder schlecht finden. Ich finde es gut, aber wie gesagt, wenn ich irgendwas Negatives habe, werde ich das definitiv mitteilen. Ja, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Und falls jetzt kein Video mehr rauskommt, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Jahr wieder. Gesund und munter. Ich bin aktuell nicht gesund. Ich habe ziemlich starke Probleme mit meiner Bandscheibe. Ich kann mich kaum bewegen. Diese Position ist jetzt gerade so, dass ich gut sitzen kann. Aber gleich das Aufstehen wollt ihr gar nicht sehen. Davon mal ab, hoffe ich, dass wir, ja, wenn wir gesund sind, auch gute VR-Ergebnisse und Erlebnisse haben. Und hoffe, dass VR weiterhin so stetig wächst und wir auch Spaß dran haben. Wie gesagt, die Quest 3 hat jetzt gezeigt, was möglich ist und da ist aber noch eine Steigerung nach oben, definitiv bei der neuen Generation von CPUs und GPUs und ja, aber jetzt ist erstmal PC-VR angesagt hier. Ich habe noch über Weihnachten einige Pakete bekommen zum Testen, also Hardware-Tests und da kommt auch das ein oder andere Video noch dieses Jahr oder nächstes Jahr und ja. Ich sage jetzt einfach mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.